Frisches Blut. Wir haben sie gefunden. Ich sehe weder Schloss noch Öffnungsmechanismus. Daniel Hessler haben wir von der ganzen Weile schon mal interviewt zur Story von Demonikon. Jetzt steht ihr hier, Probespielen sofort. Das heißt, das ist schon ziemlich weit fortgeschritten, oder? Ja, das ist es. Wir kommen im Herbst raus. Das heißt, wir fixen jetzt noch letzte Bugs. Wir gehen jetzt langsam in die Abnahmeprozesse und so weiter. Und der Termin für den Herbst steht. Was kann man hier schon anspielen? Man kann hier anspielen das Tutorial, das jetzt soweit fertig ist. Man kann auch in andere Levels springen, wenn man das Tutorial schon kennt. Wir zeigen es den Leuten jetzt noch erstmal, damit sie sich mit der Steuerung vertraut machen können. Und man kann nach Warung gehen, man kann sich das Sumpflevel anschauen zum Beispiel. Das sind die drei Levels, die wir jetzt frei haben sozusagen, die wir auch zeigen und zugänglich machen. Ich habe vorhin schon gehört, dass die Parts, die ich angesprochen habe, zumindest einer dann jetzt auch hier schon läuft. Welcher denn, die Hure oder die Gefangene? Es laufen tatsächlich schon beide. Also die Gefangene ist im Molchenberg drin, die Hure findet statt in der Warunker Kreuzergasse, so viel kann ich sagen. Was wir noch nicht gemacht haben, ist die Gefangene mit Soundeffekten zu versehen. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr spät kommt, was wir jetzt drüber laufen lassen, weil die Gefangene hinter einer Tür ist und da um Hilfe ruft. Aber das ist im Spiel, das kann man sich auch schon anhören. Das ist jetzt ohnehin so, dass im Spiel, gerade in Warung, die ganzen Sprachfiles, die ganzen NPCs, die rumstehen und ihre Sachen reden, dass wir die jetzt eingebaut haben, so den letzten Schliff haben die jetzt bekommen. Ist da jemand? Hinter der Tür. Das müssen die Gefangenen sein. Bei allen Göttern, helft uns! Die Gefangene eines Menschenfressers und eine etwas nekrophile Hure in Warung, sind das gute Beispiele dafür, was für NSCs uns begegnen? Ja. Geht's auch noch schlimmer? Es ist, also, da komme ich jetzt zu der gut-böse Geschichte, die wir bei Demonikon ja so gerne etwas verwischen. Es ist so, dass wir der befreiten Stadt Warung eben eine Stadt haben, wo sich die Leute über 10 Jahre, 15 Jahre, fast 20 Jahre daran gewöhnt haben, dass es Nekromanten gibt und Untote gibt und die Leute haben sich damit arrangiert. Das heißt, jeder hat eine Leiche im Keller und ist froh, wenn sie nicht aufsteht, so ungefähr. Und das heißt, während die Rondrianer das befreit haben und da jetzt mit harter Hand herrschen, da gibt es natürlich Konflikte. Und diese alten Gewohnheiten, die die Warunker so sich angewöhnt haben, die erzählen wir, die wollen wir auch erzählen, das ist ein Teil des Spiels. Ihr seid hier ja auch mit im Ulysses-Stand, das heißt die DSA-Cracks kommen direkt praktisch vom Pen-and-Paper-Rollenspiel zu euch rüber. Wie reagieren die auf Demonikon? Sehr, sehr gut. Also ich hatte eine längere Diskussion mit jemandem, dem das Bild von unserem Hashtod nicht gefallen hat, weil der darauf bestand, dass der Hashtod Krallen zu haben hat, keine Krallen zu haben hat, sondern ein Schwert und eine Peitsche zu tragen hat. Und dann habe ich versucht, mir mitzuteilen, dass es natürlich eine ästhetische Entscheidung ist, wie wir natürlich auch viele ästhetische Entscheidungen treffen. Also auch wie unsere Rondrianer aussehen, ist eine ästhetische Entscheidung und so weiter. Also das heißt, die Freiheiten, die wir uns genommen haben, oder was heißt genommen haben, die Interpretationen, die wir uns genommen haben, die wir gemacht haben, die zu erklären, das ist eine ganz kleine Aufgabe, aber die meisten finden es eigentlich so schon cool. Und auch das, dass wir das Regelwerk für ein actionorientiertes Spiel angepasst haben, wird sehr gut aufgenommen, weil die Leute einsehen, Talente wie Töpfern und Kristallzucht sind zwar spannend, aber finden jedenfalls in einem Spiel, das so orientiert ist wie unser Spiel, nicht unbedingt eine Entsprechung. Okay, vielen Dank und noch viel Erfolg hier auf der RPC. Wie viele seid ihr da drin? Geht es euch gut? Wir sind 7. Er hat ein Ritual mit uns durchgeführt. So viel Blut! So viel Blut! Diese Tür kriegen wir nicht auf. Wir müssen den Entführer zwingen, sie freizulassen. Wenn er wiederkommt, er wird uns alle auffressen. Auffressen? Dafür wird er bezahlen. Wir sind bald zurück und befreien euch. Haltet durch! Nein, lasst uns nicht zurück! Bitte, bitte nicht!